bauen Autos. Wir bauen Karosserien, Türen, Achsen und Getriebe, Motoren. Und doch ist etwas anders bei uns als bei allen anderen. Wir bauen die Autos mit dem Stern. Den Stern auf eine Kühlerhaube zu setzen, ist nur ein Handgriff. Ein Auto zu bauen, das ihn auch verdient, war schon immer sehr viel mehr. Am 2. November 1886 erhält der Maschinenbauingenieur Karl Friedrich Benz das Patent auf einen kleinen Motorwagen. Es ist nur eine von vielen Erfindungen, die in diesem Jahr auf der Welt gemacht werden. Aber es ist die wichtigste. Karl Benz hat das Automobil erfunden. Eines Morgens leiht sich seine Frau Bertha den Wagen, um ihre Mutter in Pforzheim zu besuchen. Ihrem Mann sagt sie davon nichts. Es wird die erste Autofahrt der Geschichte. Und am Steuer sitzt eine Frau. Gottlieb Daimler ist seiner Zeit weit voraus. Er entwirft Motoren, die fünfmal schneller sind als alle anderen. Und er entwirft ein Symbol. Das sind unsere Anfänge. Das ist der Schwung, der uns immer angetrieben hat. Er treibt uns an, die besten Autos zu bauen, die man bauen kann. Er bewegt uns dazu, Technologien zu entwickeln, die allen zugutekommen. Er lässt uns das Auto immer wieder neu erfinden. Ohne Benzin und ohne Abgase. Aber heute schon in Serie. Und wenn wir uns doch hin und wieder einmal zurücklehnen, dann nur um zu sehen, ob unsere Fahrzeuge auch wirklich so komfortabel sind, wie wir uns vorgenommen haben. Und wenn wir ausnahmsweise unvernünftig sind, dann nur, weil man manchmal alle Grenzen hinter sich lassen muss. Denn um die Autos mit dem Stern zu bauen, braucht man viele Qualitäten. Wenn man ein richtig gutes Auto bauen will, muss man auch arbeiten. Man muss die richtigen Leute nehmen. Spaß an der Arbeit haben. Das Gute noch ein Stückchen besser machen. Nachdenken, weiterdenken, um die Ecke denken. Auf die kleinsten Details achten. Man muss sich selbst treu bleiben. Man muss immer alles geben. Nie locker lassen, an einem Strang ziehen. Ist der Anfang von jedem Auto eine Idee. Und wenn sie gut ist, wird aus ihr ein Mercedes. Im Feuer unserer Schmiede entstehen jene Teile des Wagens, die später die höchsten Belastungen aushalten müssen. Der Motorblock wird aus Aluminium gegossen. Unter 7000 Tonnen Druck werden im Presswerk Bleche aus Stahl und Aluminium zu Motorhauben, Trägern und Türen. Das Auto, das hier entsteht, ist genau 3 Sekunden alt. Höchste Zeit für einen kritischen Blick. Zusammengesetzt werden die einzelnen Teile der Karosserie im sogenannten Rohbau. Auf jedes einzelne Auto kommen dabei rund 5000 Schweißpunkte. Eine Neuerung ist das Schweißen mit Laser. Wir waren der erste Hersteller, der diese Methode eingeführt hat. Sie ermöglicht festere Verbindungen als das herkömmliche Schweißen. Und sie geht sehr viel schneller.
Das Ende der Entwicklung ist aber auch das noch nicht. Die Zukunft gehört dem Klebstoff. Schon heute werden viele Teile der Karosserie nur noch geklebt. Jede einzelne Verbindung wird während ihrer Entstehung automatisch geprüft. Auf das, was unsere Roboter können, haben wir eine Menge Patente. Wir programmieren sie selbst. Und sie sind nur deshalb so gut, weil wir uns so viel Mühe mit ihnen geben. Die fertige Karosserie hat inzwischen die Lackierung erreicht. Hier kommt sie zunächst in ein spezielles Tauchbad. Es schützt das Metall vor allen Witterungseinflüssen. Zusätzlich versiegeln wir jede einzelne Fuge gegen Feuchtigkeit. Dann tragen wir die nächste Lackschicht auf. Insgesamt legt eine Karosserie allein in der Lackierung mehrere Kilometer zurück. Die oberste Lackschicht ist eine Erfindung von uns. Sie sorgt dafür, dass der Wagen seinen Glanz besonders lange behält. In der Montage kommen Verkleidungen, Aggregate und Kabel hinzu. Allmählich wird aus dem Rohbau ein Auto. An den anderen Bestandteilen des Wagens haben wir inzwischen ebenfalls weitergearbeitet. Ein Teil davon entsteht maschinell. Der Rest ist Handarbeit. Ist die Motorgetriebeeinheit fertiggestellt, verbinden wir sie mit den Achsen. Zusammen bilden diese Teile den Antriebsstrang. Das Zusammentreffen von Antriebsstrang und Karosserie ist ein besonderer Moment. Der Fachmann nennt ihn die Hochzeit. Ab jetzt steckt auch der Zündschlüssel. Während der Endkontrolle muss uns der Wagen ein letztes Mal beweisen, dass er auch wirklich in jeder Hinsicht perfekt ist. Dann hat er es geschafft. Auf das, was auf diesem Band steht, sind wir stolz. Unser Wagen steht jetzt unmittelbar vor dem wichtigsten Augenblick seiner Laufbahn. Denn als nächstes trifft er auf seinen Besitzer. Wir haben ihn so gut wie möglich auf diesen Moment vorbereitet. Wir haben ihn so gut gebaut, wie man ein Auto heute bauen kann. Wir haben nie locker gelassen und alles gegeben. Natürlich hätten wir es uns manchmal auch leichter machen können. Aber das wollten wir nicht. Warum? Weil er etwas Besonderes ist. Weil er ein Mercedes ist. Weil er von uns ist. Weil er für sie ist. Ja, das war die Einstimmung und wir werden uns das Ganze ausschnittsweise live anschauen. Da brauchen wir ein bisschen Technik zur besseren Verständigung. Bekommen Sie gleich nach der Tür von mir ausgehändigten O-Hörern Empfangsgerät. Die beiden Teile einfach miteinander verbinden, feste einrasten, den O-Hörer in die Buchse vom Empfänger. Schwarze Rädchen, ein Ausschalter, Lautstärke, Regulierer. Wenn es ein Problem geben würde mit dem Headset, kommen Sie einfach zu mir. Meistens kann man das Ganze vor Ort beheben. Wir werden testen. Bevor wir aussteigen aus dem Bus, habe ich ein Bordmikrofon. Für den ersten Produktionsbereich, Karosseriebau, Schweißen, Funkenflug, da können Sie sich alle eine Schutzbrille abgreifen. Hier selbstständig, passt auch über Ihre normale Brille, damit dieser nichts passiert. Ganz unten werden die Kinderschutzbrillen, nur der Hinweis für Sie.